Genau. Ich wollte mal von dem Abenteuer erzählen, dir das Freifunk-Image zu bauen, für so Mikrotikkisten zu bauen. Warum? Die sind ganz nett. Die sind relativ kompakt. Outdoor, 3x3 MIMO in der Theorie, haben auch relativ viel Power, was VPN-Zeug angeht. Ja, aber sie sind nicht supported. Das Gluon, im Gluon stehen sie als broken, weil irgendwie sie sind noch nicht so ganz zu Ende angeguckt worden. Aber man kann das trotzdem bauen. Dafür gibt es ein paar Schritte. Das ist zum Teil auch einfach ein generisches Gluon bauen. Aber es gibt ein, zwei Dinge, die, wenn man damit arbeitet oder wenn man mit dieser spezifischen Hardware jetzt was machen will, die man zumindest sich mal, die man zumindest wissen sollte. So, es gibt die auch in Schwarz. Also ich habe davon ganz, relativ viele. Und zwar, die kommen ursprünglich ja mit der Firmware des Herstellers und die hat so ein Lizenzsystem und man möchte eigentlich die Lizenz potenziell da rausholen, wenn man beabsichtigt, potenziell irgendwann später die Hardware nochmal mit der Originalsoftware zu benutzen. Das geht auch sehr einfach, das jetzt auch wirklich auf Anhieb funktioniert. Also vom Hersteller gibt es diese ominöse Software namens Winbox, die läuft offiziell nur unter Windows, in der Praxis aber auch ganz hervorragend unter Linux, wenn man Wine benutzt. Man kann sich so auf Layer 2 mit dem Ding verbinden in der Theorie. Manchmal dauert das ein bisschen. In dem Fall dauert es ein bisschen und ist auf dem falschen Bildschirm aufgetaucht, aber das haben wir gleich. Da sieht man ganz viel Zeug. Das ist eine etwas alte, komische Software. Es gibt auch ein Web-Interface auf den Kisten. Das sieht im Wesentlichen genauso aus, nur halt im Web. Und unter System License kann man Export Key klicken. Dann bekommt man so einen String, glaube 30 Zeichen oder so. Den kann, muss man sich einfach nur irgendwo sichern, den kann man dann über Import wieder machen. Ich mache das jetzt mal nicht, weil es wird ja. Soll ja niemand unbedingt. Genau. Den muss man halt nur irgendwo speichern. Das wollte ich kurz zeigen, falls jemand das mit tatsächlich der Hardware vorhat, nicht, dass man sich danach dann wundert, warum man nicht mehr die volle Funktionalität hat. Aber der eigentlich interessante Teil ist, wie bekommt man damit jetzt, also wie bekommt man da jetzt ein Freifunk-Image drauf? So muss man ein Freifunk-Image erstmal bauen. Dafür muss man im Wesentlichen der Anleitung folgen, wie man ein Freifunk-Image baut. Das involviert so Gluon-Dinge. Der Weg, wie ich das getan habe, ist das Gluon-Image aus dem Freifunk Braunschweig, also das Gluon-Repository aus dem Freifunk Braunschweig, Git klonen und das Site Repository damit reinklonen, wie man das tun muss. Und ich habe dann zuerst quasi den Master Branch gebaut. Der baut nicht. Also der wirft Fehler und funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es deswegen zu einem späteren Zeitpunkt besser funktioniert hat, weil ich habe halt von anderer Stelle gehört, dass es manchmal auch nicht funktioniert. Aber man muss dann den richtigen Branch auschecken. Das funktioniert genauso, wie es in der Doku steht, wenn man die Doku gefunden hat. Die wiederum steht in dem Site-Repository, wenn man ein bisschen sucht und im Allgemeinen, wie baue ich Gluon. So, und jetzt muss ich kurz. Muss ich kurz ein VPN aufmachen. Das hätte ich auch mal vorbereiten können. Denn Gluon bauen dauert lange. Ein großes Dings. Deswegen habe ich das auf einem Server gemacht, der woanders rumsteht. Und zwar auf einer Baukiste, die in der AGS steht, aber das ist dort gibt es das FFPS Gluon, das ist tatsächlich einfach ein Git-Klon. Den kann auch. Ach nee, das ist kein. So, das ist leider hier keine. Der Befehl, den ich zum Schluss benutzt habe, um es zu bauen, ist der. Das J32 steht halt für die Threadzahl. Relevant ist, das Target ist AR71XX-Mikrotik und man muss halt dieses Broken ist gleich 1 dahinter setzen, damit das auch tatsächlich baut. Sonst sagt er einfach, er kennt das Target gar nicht. Ups, das so kennt das sowieso nicht, weil so ist es einfach falsch geschrieben. Aber selbst wenn ich es richtig schreibe, erkennt er es so nicht. Bis man das Broken dahinter setzt, dann
baut Erhalt. Fehlt jetzt relativ schnell, weil inkrementell. Deswegen mache ich das mal aus, damit das jetzt nichts... ich hoffe, er hat jetzt nicht wieder Dinge gelöscht. Auf jeden Fall gibt es dann unter dem Ordner Output, nein, nicht Flash Output, mal Output, Images, so, da gibt es mehrere. Für diese Geräte gibt es keine Factory Images, sondern nur Sys Upgrade Images. Das ist eine, Element, das ist eine Sache, die man wissen sollte. Genau. Und ja, nee, so funktioniert das nicht. Da kommt zum Schluss kommen die ganzen Images, die auch offiziell supported werden, raus und irgendwo relativ weit oben kommen diese 5 Mikrotik-Images hier heraus. Die gibt es für es gibt die für 3 unterschiedliche Gerätetypen, für 5 unterschiedliche Gerätetypen. Welchen spezifischen Gerätetyp man hat, kann man im OpenWRT-Wiki nachgucken und auch so ein bisschen einfach gucken. In diesem Fall geht es um um dieses Gerät hier. Also es ist ein benutzt NOR Flash, hat 16 MB und ist ein AC-fähiges Gerät. Ja, diese Datei braucht man dann an der Stelle. Der Weg, wie man diese Firmware jetzt auf diese Geräte bekommt, ist leider auch nicht ganz offensichtlich. Die haben nämlich nicht irgendwo ein Feld, wo man einfach diese Datei hochladen kann, sondern der Weg ist, indem man das Gerät per TFTP in ein OpenWRT bootet. Also in ein normal, es gibt normale OpenWRT RAMFS-Images, die man dafür runterladen kann. Und dann läuft da drauf eine OpenWRT und dann kann man in diesem OpenWRT das Sys-Upgrade machen und dort diese Datei als Sys-Upgrade-Datei angeben. Dann funktioniert es. Danach ist tatsächlich das normale Freifunk-Image drauf und das Gerät verhält sich genauso, wie man einen Freifunk-Router kennt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den... wie hieß das Ding nochmal? Ja, ich glaube, ich finde den Befehl jetzt auch nicht wieder. Also, wie man den TFTP-Server dann betreibt, dafür gibt es auch im OpenWRT-Wiki eine relativ einfache Beschreibung, wie genau man das macht. Da steht auch das meiste, was ich bisher erzählt habe, ungefähr so drin. Aber das hat man vielleicht schon mal Übersicht. Ja, das ist im Wesentlichen auch alles, was man tun muss. Danach hat man auf dem Gerät halt wahlweise ein OpenWRT, das kann man da auch drauf installieren, wenn man lieber das benutzen möchte. Oder eben speziell das Freifunk-Image. Und angenommen, das Gerät hat sich jetzt in der Zwischenzeit auch schon wieder verbunden. Hat es das? Ja, hat es. So, da sieht man es. Ich habe das ja eben gerade eingesteckt. Hat sich verbunden, hat sich hier auch mit dem Mesh verbunden. Und seit wir haben irgendwann gestern ausprobiert, die Updates zu aktivieren und vermutlich sollte er sich in der Zwischenzeit er hat auch schon ein Update installiert. Das heißt, selbst das automatische Updaten funktioniert und irgendwann jetzt so demnächst wird es im Beta-Branch auch tatsächlich offiziell diese Images dann auf der Freifunkseite geben und auch automatische Updates dafür. So zumindest der Plan. Ist aber alles natürlich noch Beta. Sonst ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu erzählen habe. Wesentlich.